Da kam es um 23.21 Uhr heute Abend zu einem schweren Verkehrsunfall, wo sich ein Pkw überschlagen hat. Insgesamt 3 Personen in dem Pkw eingeklemmt waren. Eine Person davon war zudem noch mit dem Arm unter dem Fahrzeug, unter dem verunfallten Fahrzeug eingeklemmt. Hier liegt sie auch noch in Dachlage, also es musste noch mal extra stabilisiert werden, dass sich der Pkw nicht mehr bewegen kann. Werden dann in dem Fall jetzt wurden alle Türen entfernt und der Vorderwagen teilweise etwas weggedrückt, um eben die Personen da zu befreien. Die Einsatzstelle wird jetzt momentan von der Feuerwehr abgesichert, also die Startstraße ist voll gesperrt. Der Brandschutz von dem verunfallten Pkw muss noch sichergestellt werden, nachdem der Pkw immer noch in Dachlage ist, solange der Gutachter seine Aufnahmen macht. Wir konnten jetzt nicht bei unseren Familien sein. Wir haben den Jahreswechsel quasi mit Spreizer und Schere am verunfallten Pkw dann gemacht. Jetzt haben wir gerade Zeit. Ich glaube, jeder hat zu Hause mittlerweile angerufen, hat zumindest ein gutes neues Jahr gewünscht. Und wir haben nach dem Einsatz kurz mit dem Wasser, das wir auf den Löschfahrzeugen dabei haben, kurz angestoßen.